Hey ho, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem Infovideo. Und zwar möchte ich heute kurz mal erklären, was eigentlich bei mir so abgeht. Ich habe die Tage ein Video hochgeladen mit einem komischen Titel. LS17-Modliste für einen MP zockt mit mir. Was? Ja, jetzt habe ich mir noch überlegt, ich zocke ja nicht immer. Ich bin ja nicht immer im Stream. Ja, aber wer dann Bock hat zum Zocken? Da kann ich ja nicht sagen, nee, doch, da musst du warten, dass es wieder zocke. Mache ich nicht. Dennoch ist diese Modliste sehr wichtig. Ihr geht einfach auf diese Modliste nochmal drauf. Es kamen ein paar Sachen dazu. Das mag sein. Ihr ladet euch aber diese einfach herunter. Wie gesagt, bei dieser Map. Bei den anderen, wo über diesen Upload-File. Da könnten wir gerne anschreiben. Da kann man alles per E-Mail klären. Also jetzt nicht bösartig, ihr wisst schon, was ich meine. Denke ich, hoffe ich. Ja, wir fangen einfach mal an. Zoomhammer habe ich letztens schon mal gezeigt. Das geht aber irgendwie hier, also mit Dingsbums hier, nennt sich du Explorer, geht das nicht. Wenn ich das Ganze jetzt aber mal mit dem, wartet mal, was habe ich nämlich vorhin noch getestet? Das ist nämlich das Witzigste an der Geschichte. Wenn ich den nämlich einfach mal hier öffne, beim Firefox, oh Gott, okay, bei Google, dann hier eben. Wenn ich den bei Google, ich weiß nicht, ob es jetzt bei Google ging, geht. Ne, bei Google geht's auch nicht. Ja, bei Firefox geht's. Das ist unlogisch. Warum geht das dann bei Firefox? Weil normalerweise geht ihr nämlich auf diesen Zoomhammer drauf. So, dann müsste das hier kommen. Aber das ist jetzt das Problem nicht. Also, das zeige ich euch auch warum. Also, wenn das bei euch dann jetzt auch nicht funktioniert, kommt nichts, kommt ein Error, kein Problem. Ihr macht es weiter. Ihr geht auf Krone, Wender, Deutz, Fan, Ballengabel, kleine Ballengabel. Kleine Ballengabel habe ich gar nicht mit, habe ich gar nicht, glaube ich, gar nicht mit reingenommen. Oder doch? Das bin überfordert. Sehr wurscht. Auf jeden Fall haben wir dann Clan-Übersicht, schon der 37, schon der 73, 7R. Ja, 73, Alter, Mirko, was los mit dir? Das ist schon spät schon wieder. Gut, Motorbremseffekt New Holland, Karama, IT, Runner, Paket und schon der 6R. Wie bekomme ich jetzt hier oben diesen Zunhammergülle? No Problem, kriegt man dann, wie kriegen wir hin? Wir möchten ein bisschen Realismus in das Game haben. Deswegen möchten wir doch Schläuche an unsere Güllefässer anschließen. Deswegen Schläuche für Gülle fahren. Vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Ist aber so. Gehen wir aber mal drauf. Dann kommen wir zu dieser Seite. Dann haben wir hier dieses Zoomhammer SKE 18.5 BUD. Da klicken wir drauf und dann kommt das hier unten. No problem. Fliegel genauso oder Kotte. So, aber manche lesen es halt einfach so überflüssig. Zack, 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 auf Download, fertig. Dann machen sie das Zweite. Dann wäre das nämlich kein Problem. Ja, hier auch wieder. Okay. Funktioniert anscheinend doch nicht, wie ich das gemacht habe. Bloß weil ich vielleicht Dings hatte, deswegen geht das. Ist sehr wurscht. Dann geht es ja einfach auf Download. Geht es unten auf Fliegel. Dann kommt es auch wieder und auf Kotte VRC. Dann kann ich die hier rausnehmen. Die drei da. Also die zwei. Weil der geht ja. Aber die anderen gehen schon noch, oder? Ja. Okay. Passt schon. Ja. Okay. Gut. So, und dann kommen wir zum Glasmähdrescher. Der ist auch neu. Den will ich aber auch mit dem in Lehndorf haben. Deswegen haben wir den gemacht. Gut, wenn wir das gemacht haben, haben wir schon mal die Modliste durchgesprochen. Dann kommen wir zu der zweiten Sache, den Discord. Wenn ihr die Modlist heruntergeladen habt, alles installiert habt und bereit seid, dann treffen wir uns auf den Discord. Das ist gar kein Ding. Entweder ihr gebt euch hier einen Namen ein oder ihr loggt euch ein, falls ihr schon einen Account habt. Wenn nicht, dann tut euch registrieren. Ist kostenlos, kostet keinen Cent. Wenn wir dann soweit sind, kommen sie bei mir auf dieser Seite ungefähr. Die sieht dann aus. So sieht dann das Bild auch aus. Kann sein, dass ich hier bin. Kann sein, dass ich hier bin. Kann aber auch sein, dass ich hier oder hier bin. In diesen Bereichen, wenn ich hier bin, wird sie mich nicht sehen. Seht sie mich nicht. Habe ich so eingestellt. Wie gesagt, solltet ihr die Modlisten haben, schreibt es mir einfach eine PN. Kommt in Discord rein, ich sehe ja, wenn jemand hier online ist. Dann gehe ich gerne, wenn jemand für den Mod, Alter, bin ich jetzt behindert, für den Multiplayer da ist, geht es in allgemein rein. Oder ich mache einen neuen Channel auf. Wartet mal.
Bewerbung. Bewerbung für LS 17 MP. Das ist ein Sprachchannel. Kanal erstellen. Dieser Kanal ist nicht. Dann geht es einfach in diesen Channel. Soll ich hier sein oder da sein? Entweder ich komme zu euch oder ziehe euch zu dem Channel, wo ich gerade sitze. Das seht ihr dann schon. Auf jeden Fall werde ich mich melden. Sollte ich nicht gleich kommen, Leute, verzweifelt es nicht. Schreibt mir eine PN in Discord, über Twitch, über Instagram, über Twitter. Ich bin da erreichbar. Nicht verzweifeln, weil ich in 5 Minuten nicht da war. Vielleicht war ich dann eine Rauchen. Da was zu essen gemacht, was der Geier, aber ich bin auf jeden Fall da. Wenn ich hier. Das sieht sie halt nicht, ne? Das ist blöd. Okay, ich werde jetzt in den nächsten Tagen mich hier nicht verstecken. Ich werde offen sein. Wenn ich auf den Server drauf bin, dann bin ich auch unmittelbar in ein paar Minuten da. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann wirst du die Daten auf jeden Fall für den Server haben. Aber dass du dir auch da nicht so schwer tust. Oder du bist jetzt mal leise. Ja, dass du dich auch da nicht schwer tust. Wir machen das mal kurz aus. Zack. Kein Ding. So, müsst ihr jetzt wieder Bild haben. Genau. Dann geht ihr auf den Multiplayer. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr auf Spiel beitreten. Willst Frau, Mann, pf, was weiß ich, was ihr wollt, geht einfach auf Weiter. Dann habt ihr hier Deutschland, Kontinental Europa, International und Deutschland 2. Ich bin, also mein Server liegt bei Deutschland 1, also bei Deutschland bloß. Dann geht ihr auf Start. So, dann wird es bei euch Ganzes so aussehen. Alle Karten. So ungefähr. So. Ihr kommt so rein. Puh, wo finde ich jetzt meinen Server? Also entweder ihr gebt schon mal hier LS17 einfach erstmal ein und geht nochmal auf Aktualisieren. So. Na, dann wird sich hier nichts viel tun. Durchscrollen, oh, wollen wir jetzt nicht, weil es so viel ist. Dann gehen wir einfach mal hier das nochmal. Lehndorf haben. LS17, Lehndorf. Sieht gut aus, Lehndorf. Zocken wir. LS17. Richtig. Dann kommt es zu den Server. LS17, Nicolets Player Community Server. So, wenn wir jetzt auf den Server drauf gehen, haben wir hier nochmal alle Sachen. Solltet ihr irgendwas nicht haben, klickt ihr den Mod an und könnt ihn einfach runterladen. Ich kann euch das mal an dem Beispiel zeigen von ihm hier. Von ihm, weil da habe ich ein paar Mods nicht anscheinend. Da habe ich den hier zum Beispiel nicht. Da gehe ich drauf und gehe auf Mods oder DLC herunterladen. Dann werde ich zu dieser Seite geführt. Lustig. Zu dieser Seite und da ist er nicht mal drauf. Okay, also war das dann ein Fehler? Also wird das nicht funktionieren, so wie ich das jetzt denke oder wie? Okay. Sollte das bei euch der Fall sein, dass ihr hier dann auf einmal ein Ausrufezeichen habt und er zeigt euch, dass ein Mod euch fehlt, dann meldet ihr euch wieder bei mir im Discord. Weil dann ist es mir peinlich. Eigentlich habe ich das so abgearbeitet, dass die Modliste mit dieser Liste übereinstimmt, die wo ich reingearbeitet habe. Ich gehe jetzt aber nicht rein, weil da meine ganzen Sachen mit drin sind. Also hier rein. Solltet ihr, wie gesagt, Fragen haben, ihr dürft mir auch die Kommentare bis unten hier stellen. Das ist mir relativ egal. Ich versuche wirklich jede zu beantworten. Ich bin im Discord aktiv, ich bin im Facebook aktiv, ich bin Instagram aktiv, ich bin im Twitter aktiv und ich bin auf YouTube aktiv, ich bin auf Twitch-Kanal aktiv, ich bin im Discord aktiv. Leute, schreibt es mir da einfach eine Nachricht, wenn irgendwas nicht passt. Ich versuche euch da weiterzuhelfen. Wie gesagt, wenn ein Mod nicht aktuell ist, dann sagt mir, welcher Mod das ist, dann suche ich mir den aus meiner Sache raus, weil dann müsst ihr nicht lange im Internet umeinander suchen, weil da machen wir ganz kurz auf. Kurze Sache und dann ist das per E-Mail ganz schnell geklärt. Ihr müsst, also, ne, dann schicke ich euch das, dann nehme ich den Mod, den wo ich dann drinnen habe, der wo bei euch angeblich fehlt, dann gebe ich den euch weiter. Gut, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Like nach, Daumen nach oben da, Modliste durchlesen, falls ihr Bock auf diesen Server habt und mal was durchzustarten. Es ist für mich, ihr müsst bei mir keine Bewerbung haben, ihr kommt einmal in Discord, wir sprechen vielleicht 2, 3 Minuten, wenn überhaupt. Und dann geht's los mit Zocken. Wenn wir überhaupt so lange reden, es kann sein, dass wir 5 Sekunden reden und ich sage, hier hast du das Passwort. Gerade keine Zeit, kann alles passieren. Ich werde euch nicht ausquetschen wie eine Bohne. Quatsch, nein. Ich werde einfach kurz mit euch reden und das war's dann eigentlich auch. Wie gesagt, sollen irgendwie Fragen auftreten, sonstiges. Schreibt mir einen Kommentar, lasst mir einen Daumen nach oben da.
Und vielleicht abo und abonniert mich vielleicht. Wie das möchtet. Haut's rein. Macht's was gut. Ciao, ciao.